Huch. Kommen wir hier rein? Ja. Oh, da hinten ist noch was. Ah, was können wir dann Schönes noch mitnehmen? Erstmal alles einsacken. Noch schön alles mopsen, so wie sich das gehört. So, wir haben uns jetzt mal was Leckeres zu naschen hier. Endlich mal was zu essen. Von Alvin höchstpersönlich. Er war aggressiv, aber ich blieb standhaft. Ganz im Ernst? Ich habe mich sogar gewehrt. Oh ja, das habe ich. Sehr schön. Ich habe sein Essen mit ganzen 3 Prisen Salz gewürzt. Statt mit 2. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, schätze ich. Ich glaube, ich habe, was du wolltest. Schauen wir mal, ob ich dir für all deine Hilfe etwas zurückgeben kann. Ich will doch noch was zu essen. Kochen. Das Fleisch ist sowieso erstmal ein paar Tage alt. Scheint zu schmecken. Wow. Mildurf, das war grandios. Wenn du wieder exzellent essen willst, weißt du, wo ich bin? Und deine nächste Bestellung aufs Haus. Danke. Und vergiss nicht, dich auch mal zu wehren. Komisch, dass du das sagst. Wie es der Zufall will, arbeite ich gerade an einer Portion Widerstand. Hoffentlich bis bald. Sehr gut. Auftrag abgeschlossen. Sehr schön. Wieder ein paar Punkte mehr. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte... Nahrung verleiht dir vorübergehende Vorteile und Fertigkeiten Fertigkeitenstärkung. Mildufs Essen hat die Erholungszeit für deine Konzentration verkürzt. Bringe Köchen überall auf der Welt Zutaten, um Essen zu erhalten. Es kann immer nur ein Nahrungseffekt aktiv sein. Unter der Wüste gibt es oh Gott. Ich sollte das mir noch etwas Essen kaufen, bevor ich aufbreche. So, haben wir. Kräuterkenner. Was war jetzt hier? Magistrat, da muss man mit auch mal ein bisschen quatschen. Gucken, was der zu sagen hat. Der ist da hinten. Der Magistrat. Moin. Chawat. Retterin, danke, dass du Zeit für mich hast. Ja, komm. Und mein Beileid, dass du dir Alvins Geschwafel anhören musstest. Es gibt Schlimmeres. Klingt, als würde er dir mächtig Druck machen wollen. Der Gedanke, dass die Kaja absichtlich Dornrücken in den Schrecken lassen, ist... Das ist völlig absurd. Aber je lauter und öfter er das sagt, desto mehr Leute unterstützen sein Konzessionsdekret. Vielleicht nicht mehr lange. Ich bin draußen beim Steinbruch der Dornrückenspur gefolgt. Führte direkt zu einer Mine hinten im Tal. Die Mine? Wie könnten die Dornrücken dorthin gelangt sein? Ich weiß nicht. Aber Alvins Leute haben dort mit Sprengstoff die Tunnel freigelegt. Oh, bei der Liebe des Morgens. Ich sagte ihm doch, dass das Risiko zu hoch ist. Diese Tunnel reichen meilenweit, sogar bis unter den Schrecken. Du glaubst doch nicht, dass Alvins Sprengungen einen Durchgang geschaffen haben? Vielleicht. Ja, vielleicht. Wenn das stimmt, brauchen wir Beweise. Eine Ermittlung. So gründlich, so unbestreitbar und beglaubigt von der Retterin. Alles klar, ich such weiter. War auch klar, oder? Das war doch wieder klar. Was ist dieses Konzessionsdekret, das Alvin will? Er möchte, dass das Sonnenreich Teile des Schreckens an die Osseram abtritt. Natürlich nur solche Gebiete, die irgendwie wertvoll sind. Natürlich. Lass mich raten. Er profitiert irgendwie davon. Ganz genau. Wenn der Schrecken unter Osseram Gesetz fällt, kann er sich mehr Gelder für ihre zahlreichen Projekte sichern. Und ohne Konzession bekommt er keine Gelder? Nein. Das Sonnenreich könnte ihre Vorhaben jederzeit stoppen. Deshalb ist diese Konzession so wichtig für ihn. Und den Kaja die Schuld an den Dornrücken zu geben, so absurd das auch ist, spielt ihm in die Hände. Hm. Tja... Wieso hilft es Alvind, wenn er die Kaja für die Dornrücken verantwortlich macht? Sieh dich um.
Wir sind zwar im Sonnenreich, aber in Kettenkratz gibt es doch nur Rost und schales Bier. Die Behauptung, die Kharja ließen Dornrücken los, um Osaram-Arbeiter zu bedrohen und zu unterdrücken. Naja, absolut niemand hier hat die Grausamkeiten des verrückten Sonnenkönigs vergessen. Selbst wenn im Tal wieder gearbeitet wird, wird Alvand weiter gegen die Kharja hetzen, um einen Streik anzuzetteln. Und wenn die Osaram erst mit der Konzession die Arbeit wieder aufnehmen wollen, hast du keine Wahl. Korrekt. Der Wiederaufbau von Fahrlicht muss weitergehen. Oh, das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Wie bist du denn hier gelandet? Ich wollte hierher, ob du es glaubst oder nicht. Die Leitung des ganzen Tals im Namen des Sonnenkönigs? Es war eine Ehre. Ist eine Ehre, meine ich. Aber dein Job wäre viel einfacher, wenn jemand wie Alvand dir nicht ständig hineinpfuschen würde. Alvand wird mir erhalten bleiben. Er ist schon länger hier als ich. Er hält sich sogar für den Gründer von Kettenkratz. Ja, ich werde schon mit ihm klarkommen. Ich muss. Ja, für einen kleinen Obolus könnten wir ihn ja vielleicht... Ja, sag mal so ein bisschen, ne? Ich muss gehen. Natürlich. Genau, ich muss gehen. Gut. Das haben wir. So, jetzt haben wir noch ein paar Missionen dazugekriegt. Neue Quest. Wo ist denn das? Ist das irgendwo hier? Ach, ein Sofen mit Petra. Endlich trinken wir mal ein Bier, hm? Hier, setz dich. Los, bring ihr einen Krug. Ja, fette Krüge, geil. Ich hab nicht erwartet, dass du kommst. Seit wann tue ich, was erwartet wird? Ha, das ist der Funke. Feuer und Spucke. Bier reicht auch. Danke. Feuer und Spucke. Lass mal dran schnuppern. Ah, zischt durch wie ein Blasebalg. Repariert die Schmiede nicht, aber verdrängt eine Weile meine Probleme. Welche denn? Na, es ist besser geworden, seit du hier aufgeräumt hast. Aber Alvand tönt immer noch wegen seinem Konzessionsdekret herum. Wenn du das nicht weglegst, komm ich rüber und zeig dir, wo der Hammer hängt. Wie auch immer. Im Moment machen mir die Flüchtlinge aus Sonnenfall Sorgen. Dieser weite Weg. Wer weiß, was sie durchgemacht haben. Schattenkaja-Flüchtlinge? Was machen die denn im Schrecken? Ein neues Zuhause suchen, nehme ich an. Sie lagern bei einem alten Bergpfad, südwestlich von hier. Und genau das ist das Problem. Letzte Woche stürzte ein Sturmvogel auf die Klippen. Und Tolland Rheinleier ist seitdem auf die Bauteile scharf. Aber die Flüchtlinge versperren den Weg. Ihr Sonnenritual darf nicht gestört werden. Irgendetwas mit einem Düsterpfad. Hm. Davon habe ich sie noch nie reden hören. Ja, tja, diese speziellen Schattenkaja sind recht seltsam. Aber insgesamt friedliche Leute. Nicht, dass Tolland das schert. Der holt sich die Beute auch mit Gewalt. Vielleicht könntest du sie überreden, ja, Lager klar. Anderswo aufzuschlagen. Ach du Grüne, was sollen wir denn hier noch alles quatschen? Schattenkaja? Was weißt du noch über diese Schattenkaja-Flüchtlinge? Na, zunächst mal nennen sie sich nicht Schattenkaja. Zumindest nicht mehr. Sie sind andere Sonnenverrückte. Aber ob Sonne oder Schatten, sie sind friedlich durch und durch. Sie wollen wohl nur einen Ort zum Leben und beten und genug zu essen, um nicht zu verhungern. Also lagern sie bei einem Pfad, blockieren den Weg zu einem Sturmvogel und warten auf was genau? Ich weiß es nicht, aber ich sag dir eins. Wenn sie klug sind, bergen sie ihn. Sturmvogelherzen sind wertvoll. Und wer es zuerst hat, ist nach Osseram-Gesetz der Besitzer. Nicht, dass Tolland Rheinleier sich je um Recht und Gesetz scheren würde. Okay. Wer ist dieser Tolland Rheinleier? Einfach ein Pfandleier. Er hat einen Laden hier. Lebt in Kettenkratz, seit es Kettenkratz gibt. Er ist ganz dicke mit Alvand. Die beiden sind eng wie zwei Briketts im Feuer. Tolland arbeitet für Alvand? Ha! Alvand denkt das vielleicht, aber Tolland macht sein eigenes Ding. Und er ist kein Typ, der sich von ein paar Flüchtlingen um ein Sturmvogelbauteil bringen lässt. Hm. Was Alvand angeht. In dieser Gegend geht alles um Alvand.
Wieso hat er hier das Sagen? Er war früh hier, wie ein Eichhörnchen, das Nüsse wittert. Er wusste, der Wiederaufbau Fahrlichts erfordert Steine und Holz. Also verschaffte er sich in Hauptquell Geld von Investoren, die Rechte auf alles im Schrecken anmeldeten, das etwas wert sein könnte. Leider wissen alle, dass das hier Kaja-Land ist und der Sonnenkönig diese Rechte wirklich jederzeit zurückfordern kann. Deshalb will er unbedingt, dass der Magistrat ein Konzessionsdekret unterschreibt. Dieses Konzessionsdekret, was ist das genau? Und was hätte Irwind davon? Eine Mauschelei, das ist es! Hallo, die Fresse! Ein Erlass, der alle Osseram-Rechte im Schrecken unter Osseram-Gesetz gestellt hätte, obwohl hier Kaja-Land ist. Das würde bedeuten, dass die Kaja keinerlei Anspruch auf Erz, Stein und Holz mehr hätten. Keinerlei Risiko mehr für Investoren im Anrecht mit ihren Scherben, ihre Geschäfte hier auszuweiten. Und da Irwind Anteile an allen Rechten hat, wäre er dann reicher als ein Plünderer im Schrotthaufen. Außerdem wäre Kettenkratz dann eine Osseram-Gemeinde. Und Irwind könnte sich genug Stimmen kaufen, um Präfekt zu werden. Oh Gott. Er ist gerissen, das muss man ihm lassen. Wenn er weiter Druck macht, wird der Magistrat wohl unterschreiben. Das werden wir wohl zu verändern wissen, hoffe ich. Ich dachte, du wärst wieder in Freihalde. Tja, nach dem großen Kampf in Meridian ging ich zurück. Aber dort lief alles glatt, wurde nicht gebraucht. Dann hörte ich vom Wiederaufbau Fahrlichts und dachte, hier wird ein Hammer gebraucht. Seitdem schlage ich mich so durch. Du kannst doch wegziehen. Zurück in den Osten? Nee. Glühende Schmieden verlässt man nicht. Außerdem muss sich ja jemand für die Belange der Arbeiter hier einsetzen. Genau. Was denn mit den Dornrücken? Also die Dornrücken im Schrecken. Mahlzeit. Du bist ein Schwein. Schlimme Viecher, diese Dornrücken. Sie waren eines Tages plötzlich da, rasten im Tal herum wie aus der Schmiede geschossen. Wir haben gute Leute verloren. Der Balk sei gesegnet, dass du sie erledigt hast und hier wieder alles läuft. Das hat Irwind einen Schlag versetzt. Wenn wir sie doch nur endgültig vernichten und ihn aus der Stadt vertreiben könnten. Aber was nützen Irwind die Dornrücken im Schrecken? Ein Wort. Konzessionsdekret. Da niemand weiß, woher die Dornrücken gekommen sind, schiebt Irwind den Kaja die Schuld in die Schuhe. Er hofft, genug alte Feindseligkeiten zu wecken, um mit einem Streik die Konzession zu erzwingen. Das ist sein letzter Strohhalm. Er versucht, die Arbeiter aufzuhetzen, seit er in die Stadt gekommen ist. Also das. Ich glaube, die Dornrücken kamen aus Irwinds alter Mine. Na, der Funke könnte ein Feuer entfachen. Kannst du es beweisen? Ich arbeite dran. Bei der Schmiede. Gib mir Bescheid, wenn du sicher bist. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Alvon wird hier sicherlich nicht lange Chef bleiben. Vielleicht machen sie den Weg frei. Ich danke dir. Sie haben es schwer. Da brauchen sie nicht auch noch Tolland. Petra sagte, Tolland hat einen Selbst Laden. Selbst die Retterin von Meridian braucht eine Herausforderung. Ich könnte zuerst mit ihm reden. Spiel eine Runde Streit. So, was sollen wir spielen hier? Maschinenstreit spielen? Was ist das? Ist dir nach einer Partie Streit, Schwester? Ich baue das Brett auf. Okay. Ich kam gerade vorbei. Ein Frischling, hm? Keine Sorge. Ich nehme Rücksicht auf dich. Hast du Figuren? Nein. Tja, so ein Glück aber auch. Ich habe noch einen Satz. Original Tenakt. Direkt aus dem verbotenen Westen. Komm, setz dich. Ich erkläre dir ganz schnell alles. Okay. Ich gebe dir etwas Besonderes, wenn du auf allen meinen Brettern gewinnst. Aha. Bin immer gespannt. Sieht so ein bisschen aus wie Schach. Was spielen wir denn jetzt hier Schönes? Ach, du grüne Neune. So, Anfänger Leitfaden. Was haben wir hier nachher? Herausforderungen, bla bla bla. Anfängerübung schwer. Aha. Okay, dann ja, starten wir logischerweise erstmal. Oder? Was haben wir hier? Einführung. Wie man. Oh Gott. Also, Einführung. Maschinenstreit ist ein Strategiespiel für zwei Spieler, das von den Stämmen verbotenen Westen gespielt wird. Jeder Spieler besitzt verschiedene Spielbretter und zieht ein bestimmtes Set Maschinenfiguren den anderen vor. Besiege sie alle und werde die ultimative Streitmeisterin im Westen. Ah, ja. Die Alte macht einem Angst. wie man gewinnt. Die Maschine eines Gegners
Wenn die Maschine eines Gegners zerstört, egal durch wessen Hand, wird ihr Wert zu deinen Siegerpunkten hinzugefügt. Erlange von deinem Gegner 7 Siegerpunkte und zerstöre alle seine Maschinen, um zu gewinnen. Wie man beginnt. Zum Anfang jedes Spiels wählen beide Spieler ein Set Figuren aus, mit dem sie spielen möchten. Jeder Spieler platziert diese Figuren dann auf den zwei Reihen, die ihm am nächsten sind. Der Spieler des Spielbretts, der Besitzer des Spielbretts entscheidet, wer beginnt. Das Spiel ist ab diesem Zeitpunkt rundenbasiert. Grundlegende Züge. Einsetzen einer Maschinenfigur. Ein Spieler kann in jeder Runde zwei Maschinenfiguren einsetzen. Diese können jeweils nur einmal pro Runde verwendet werden. Hat ein Spieler nur eine Maschinenfigur, darf er diese zweimal benutzen. Ein Spieler kann eine Maschine entweder zuerst in ein anderes Terrain bewegen oder angreifen. Eingesetzte Maschinen müssen nicht angreifen. Sie müssen sich jedoch bewegen, um eine Runde abzuschließen. Okay, weißt du was? Wir gucken das, glaube ich, gleich mal live an. Ich hoffe zumindest, dass wir das angezeigt kriegen. Okay, 64 grün, dann gibt es noch ein paar rote. Ach du Grüne, ob ich da mal eines Tages durchsteige. Wir haben zwei, auf jeden Fall zwei Figuren. Setpunkte 2. Bist du bereit? Ja. Okay, fangen wir einfach an. Die Tenakt sagen gern, dass Maschinenstreit ein reines Strategiespiel ist. Wir kriegen beide einen Satz Figuren. Jede Figur repräsentiert eine Maschine. Und jede Maschine ist unterschiedlich viele Siegerpunkte wert. Um zu gewinnen, musst du 7 Siegerpunkte sammeln, indem okay. du die Maschinen des Gegners zerstörst. Es kann schwierig sein, sich die Details aller Maschinen einzuprägen. Deshalb verwenden wir diese Notizen. Siehst du die Zahl oben rechts in der Ecke? Ja. Die zeigt, wie viele Siegerpunkte du kriegst, wenn du diese Maschine zerstörst. Dort steht auch, wie weit die Figur gehen kann. 2 Felder. Wie mächtig ihre Angriffe sind. Die Distanz, auf die sie schlagen können. Auf 1, okay. Und natürlich ihre Gesundheit. Die Lebenspunkte. Das genügt erstmal. Lass uns spielen. Den Rest erkläre ich dir bald. Oh Gott, oh Gott. Das ist mein Brett. Also entscheide ich, wer anfängt. Da dies deine erste Partie ist, darfst du anfangen. Okay. In der Regel musst du wählen, welche Figuren du aufs Brett stellst. Aber das muss erstmal reichen. Nimm die Maschine rechts von dir und beweg sie vorwärts. Ich darf sie ja maximal 2 vorwärts setzen, ne? Ach so, so nutze, um dich auf dem Bildschirm zu bewegen, tippe, um die Maschine auszuwählen. Denk dran. Ah ja. Jede Maschine kann nur eine bestimmte Distanz gehen. Sieh dir deine Notizen an, wenn du etwas vergessen hast. Und das ist, dann wird auch gleich angezeigt, wo ich hinschlagen könnte, ne? Ich weiß gar nicht. Warum kann ich denn eigentlich dahin gehen? Verstehe ich nicht ganz. Er kann doch eigentlich nur. Warum kann ich denn 3 gehen? Wenn er hier ist, kann doch eigentlich 2 gehen. 2 Schritte. 1, 2. Ich mach das mal. Ganz einfach, oder? Also, du darfst pro Runde 2 Maschinen bewegen. Also los, wähl eine zweite Maschine. Okay. Dann gehe ich mal mit dem. Ach, ich gehe da einfach mal. Perfekt. So. Sonst kannst du nicht mehr viel tun. Also beende einfach deine Runde. Da steht noch drehen. Jetzt musst du deine Runde beenden, Rotschopf. Achso, okay. Runde beenden. Es geht langsam vorwärts. Lass mich meine Figuren bewegen. Und du bist wieder dran. Achso, okay. Wieso greifst du dieses Mal nicht eine meiner Figuren an? Versuch's erstmal mit der Maschine rechts von dir. Ja, ich kann doch jetzt eigentlich. Ich bewege die Figur nah genug, um eine meiner Maschinen anzugreifen. So, und jetzt könnte ich die doch. Oder ich könnte die noch da hinsetzen. Wenn du einen Angriff ausführst, testest du die Kampfkraft deiner Maschine gegen eine deines Gegners. Die Kampfkraft und ihre Angriffskraft. Auf diesem Brett gibt es nur Grasland-Terrain, das sich nicht auf die Kampfkraft einer Maschine auswirkt. Und deine aktuelle Maschine hat 2 Punkte Angriffskraft. Also entspricht die Kampfkraft deiner Maschine genau 2 Punkten. Da meine Maschine nicht diejenige ist, die angreift, hat sie 0 Punkte Angriffskraft. Und ganz wie deine Maschine wird sie nicht vom Grasland beeinträchtigt. Also beträgt der Unterschied in der Kampfkraft zwischen beiden Maschinen genau 2 Punkte.
Das heißt, dass deine Maschine meiner Maschine 2 Punkte Schaden zufügen kann. Macht Sinn. Hast du alles verstanden? Ja, hoffe ich. So, könntest du das wiederholen? Nein, ach so, okay, machen wir es mal weiter. Ich wusste, dass du clever bist. Dann greif mal meine Maschine zu Ende an. Du hältst dich doch nicht zurück, oder? Jetzt schnapp dir deine zweite Maschine. Du siehst, deine Maschine kommt nicht nah genug, um meine anzugreifen. Du kannst deine Maschine sprinten lassen. So kommt sie ein Feld weiter. Versuch's mal. Mit einem Sprint kannst du meine Maschine erreichen. Hab ich doch gerade gemacht. Nur zu. Jetzt sprinte zu meiner Maschine. Hab ich doch gerade. Achso, die da oben meinte. Ich dachte, ich musste die hier rechts angreifen. Der Nachteil beim Sprinten ist, dass deine Maschine nicht mehr angreifen kann. Also manche Spieler gehen in so einem Fall ein Risiko ein und überladen ihre Maschine. Hm. Mit Überladen kann man nach einem Sprint angreifen, aber es entzieht deiner Maschine 2 Punkte Gesundheit. Hm. Es steht dir frei, es einzusetzen. Lass es uns mal versuchen, damit du siehst, was ich meine. Nein. Bin ich aber nie. Das war's dann schon mit deiner Runde. Jetzt werde ich sowieso gleich wahrscheinlich draufgehen. Mit der einen Figur. Also, jetzt verrate ich dir einen coolen Trick. Deine Maschine da, die mir am nächsten ist, nimm sie in die Hand. Welche denn jetzt? Also die. Auswählen. Ganz wie in der Wildnis haben die Maschinen gepanzerte Stellen und Schwachstellen. Okay. Sie sind auf den Teilen markiert, siehst du? Achso, das Rot. Zeigt an, wo der Panzer am dicksten ist. Okay. Ein Treffer dort bewirkt etwas Schaden. Aber nicht viel. Aber Rot ist gut. Rot zeigt die Schwachstellen einer Maschine an. Mhm. Triff dort und du landest einen mächtigen Schlag. Mächtig Badabum. Hier, ich zeig's dir. Dreh dieses Teil, sodass deine Maschine zu meiner schaut. Okay. Wie kann ich das drehen, um die Maschine zu drehen? L2, okay. Jetzt verpasst der Maschine eins. Dann sie fliegt runter kaputt. Vom Brett. Okay. Und das sind deine ersten Siegerpunkte. Du hast noch keine 7 davon, also machen wir weiter. Deine Maschine hat meine angegriffen, aber sie hat sich nicht bewegt. Nur zu, rücke weiter vor, auf meine verbleibende Figur zu. Jetzt könnte ich dir einen verpoolen, ne? Du hast bereits angegriffen und deine Figur bewegt. Achso, das macht dann keinen Sinn. Aber, wenn du deine Maschine überlädst, kannst du ein zweites Mal angreifen. Und nach der Gesundheit deiner Maschine zu urteilen, würdest du deine Figur opfern, um meine zu besiegen. Mhm. Aber manchmal kann das eine gute Sache sein. Ja, vor allem, wenn deine Maschine, um meine ein zweites Mal anzugreifen und ich zeige dir, was ich meine. Ist das nicht ein Spaß? Und jetzt, weil deine Maschine gleichzeitig mit meiner ausgeschaltet wurde, erhalten wir beide die Siegerpunkte, die unsere Maschinen wert sind. Das okay. Gute ist, weil du angegriffen hast, erhältst du deine Siegerpunkte, bevor ich meine erhalte. Was bedeutet, dass du die begehrten 7 Punkte zuerst erreichen kannst. Deshalb kann man manchmal ein Spiel zu seinen Gunsten drehen, indem man eine Figur verliert. Tja, wie du siehst, hast du diesmal die 7 Siegerpunkte noch nicht ganz erreicht, aber alle meine Figuren zerstört. Das bedeutet, dass du gewonnen hast. Yay! War doch gar nicht so schwer, oder? Denk dran, immer das beste Terrain für deinen Angriff zu suchen. Du wirst überrascht sein, welchen Vorteil dir das über einen Gegner verschaffen kann. Hat mich schon das ein oder andere Mal gerettet. Ich versuche daran zu denken. Oh, bevor ich's vergesse. Das sind alles meine Ersatzfiguren. Ich will, dass die Retterin von Meridian sie kriegt. Es ist zwar nur ein kleiner Satz, aber er sollte ausreichen, um bei jedem Streitspiel dort draußen einzusteigen. Vielleicht hast du ja Lust, nach Streitschnitzern Ausschau zu halten. Die haben alle möglichen besonderen Figuren, die ein Spiel zu deinem Vorteil wenden können. Mhm. Doch für die Herstellung brauchen sie das richtige Material. Ach, oder? Ja. Mit etwas Glück findest du sie in der Wildnis. Ich habe jede Menge Figuren bei einer nächtlichen Maschinenjagd verloren. Oder einer Kneipentour. Du brauchst mir nicht zu danken. Ist mir stets ein Vergnügen, neuen Streitspielern zu helfen. Also, wenn dir danach ist, ein echtes Spiel zu spielen, ich habe jede Menge andere Bretter. Ich könnte dir auch noch ein paar Tricks zeigen, wenn du möchtest. Ja, später vielleicht. Danke, ich überleg's mir. Genau, da kostet ja wieder wahnsinnig viel Zeit. Tutorial abgeschlossen, dann fängt ihr mal allein an. Du bist einen Schritt näher an das Spiel Maschinenstreit, das Spiel Maschinenstreit zu meistern. Okay.
Ja, müssen wir mal gucken. Also wir machen das mal ein bisschen später. Können wir gerne mal schauen. Rückstoß-Tutorial. Müssen wir das durchspielen? Ich würde eigentlich ganz gerne erstmal ein bisschen andere Sachen machen. Okay, nur für das Spiel im Spiel hole ich mir Horizon. Ja, das kannst du gerne tun. Ich gehe erstmal raus. Du weißt, wo du mich findest. Ja, gucken wir später mal. Wir gucken mal irgendwann weiter, aber jetzt habe ich da gerade jetzt keine Lust zu. Das könnte man vielleicht mal. Spiele ich vielleicht mal offline oder so. Mal sehen. Aber jetzt will ich nicht so viel Zeit verbrennen. So, ja, das ist, wir gucken uns mal die neue Quest nochmal an. Neue Quest in 40 Meter. So, rede mit D-Lach. Tut mir leid, ich bin sofort bei dir. Das ist nicht nur eine schlechte Idee, das ist gemeingefährlich. Das ist eine Waffe. Darum geht's doch. Aber doch nicht für den Benutzer. Jetzt sei einfach still. Wo waren wir? Da. Gut, du wirkst auf mich wie eine Frau, die immer nach neuen Waffen sucht. Oh ja. Eigentlich will ich... Ja. Kannst du das lassen? Ich hab hier eine Kundin. Ich bin keine Kundin. Ich hab's! Dreifaches Pulver und der Läufer lernt fliegen. Baboom! Ein Schuss reicht. Garantiert. Vielleicht doch. Dann bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Rotschopf. Wie wäre es, wenn du stolze Besitzerin des ersten maschinenverbesserten, explosiv wirksam maschinenvernichtenden und doch absolut sicheren Speerwerfers wärst? Mhm. Speerwerfen ist nicht so meins. Seid ihr beide aus der Gegend? Nee, aus dem Anrecht. Dad schickte uns her, um neue Chancen zu entdecken. Er sagte, wir würden sie schon finden. Klingt nicht gerade begeistert. Naja, noch einen Handelsposten für meine Eltern zu eröffnen, ist nicht gerade mein Lebensziel gewesen. Allein unterwegs zu sein, ist bestimmt schön. Wir sind ja beide komplett fertig. Sie ist im Hintergrund, probiert sie irgendwas und schüttelt sich einfach nur. Also ist sie deine Partnerin? Mein Lehrling. Und meine Schwester. Ihretwegen sind wir hier. Es gab einen Vorfall. Noch einen Vorfall. Etwas mit Sprengstoff? Ba-boom! Und mit Dad selbstgebrautem. Am Tag drauf sollten wir gehen. Komisch. Na gut. Erzähl mir doch mehr über eure Waffe. Als Kind sah ich eine Schriftrolle von einem Kaja-Gelehrten, der nach Westen zog. Darin war ein Bild eines Tenakt-Kriegers, der mit einer Art Speerwerfer jagte. Effektiv? Ja. Einfach? Zweifellos. Als wir herkamen, fiel es mir wieder ein. Und ich bin kurz davor, dieses altmodische Werkzeug enorm zu verbessern. Ich will es perfektionieren. Mit Maschinenteilen kann ich die Wurfbahn verbessern und so das Geschoss schneller machen. Boomer meint dagegen, dass man das Geschoss selbst verbessern sollte. Mit explosiven Spitzen. Sprengstoff. Gott. Warum nicht beides? Das könnte gehen. Nur ein Haken. Ich brauche Teile, um mein erstes Modell zu bauen. Zunächst mal brauche ich... Stürmerhörner. Intakte. Ja, genau. Du musst sie abschießen, bevor die Maschine zu Boden geht. Sonst zerbrechen sie. Aber die echte Neuheit, sag's nicht weiter, ist eine Reishornrippe. Östlich von hier gibt es eins. Jag es in die Luft. Boomer! Besorg mir alles und die Waffe gehört dir. Gut, abgemacht. Okay. Holen wir wieder mal Material. Mehr Wumms. Das gefällt mir. So eine Quest mag ich. Ja, aber trotzdem. Was haben wir noch so... was haben wir hier alles an Quests? So segelhaft. Überbrücke einen Stürmer. Ich wollte eigentlich... Was ist das denn hier? Gib dich zum Zwielicht. Achso, die Geschichte war das ja mit dem... Mit den Flüchtlingen mehr Wumms, das ist da. Yeah. Auf jeden Fall können wir da schon mal zwei Sachen machen, oder? Was haben wir hier? Düsterfahrt, Rede mit Tolland. Ich gehe mal da mal hin. Guck mal erstmal, ich werde jetzt mal ein bisschen handeln gehen.
Und dann können wir wieder die ganzen Nebenquests machen. So. Outfits, Rüstung. Outfits, Rüstung. So, was hast du denn Schönes für mich? Du hast Osram-Entdeckerin plus 85 Scherben. Ja, okay. Oh, sieht auch schick aus. Nora-Jähren. Das ist doch das, was wir sowieso schon haben, oder? Oder sieht ein bisschen anders aus, als das, was wir schon anhaben. So, mit zwei Slots. Nora-Jägerin, Verkauf. Was können wir überhaupt verkaufen? Spulen um Gewebe können wir vertickern. Werkzeuge können wir vertickern. Rohstoffe, Streitfiguren können wir auch vertickern. Ah ja. Rohstoffe spulen. Aha. Kriegerin. Tja, da haben wir nochmal 13 Schadenspunkte. Kritischer Schlag plus, Wuchtangriff plus. Nahkampfschaden, leise Bewegung. Aber war das nicht die Klamotten, die wir sowieso schon anhaben hier? Obwohl, das waren, glaube ich, die ersten Klamotten, wie sie sie im ersten Teil schon anhatte, oder? Vergleichen. Nora Gesalbte, genau, das ist das, was wir ja jetzt haben. Und dieser schon ein bisschen aufgewertet. Konzentration, Regeneration plus 2. Ja, finde ich jetzt so lala. 13 Nora Jägerin. Na, das könnte aber interessant sein. Nora Jägerin. Zumindest das mit dem Fallschaden. Entdeckerin. Vergleichen. 13. 16. Was ist eine Ramm-Entdeckerin? Naja, guck mal, die hat zum Beispiel 16 von diesem Gift, glaube ich, von dieser Säure. Kritischer Schlag. Aber wir müssen die, wir können ja auch unterwegs dann ja auch wieder, können wir uns ja umziehen. Für den Nahkampf gefertigt, wo der Weg auch hinführt. Hm. Maximale Stufe vergleichen. 21, 5, 25, 25. Ach, ich weiß nicht. Ich bin noch nie so drin im Spiel, dass ich das irgendwie entscheiden kann. Ich finde das cool, dass man die maximale Stufe vergleichen kann. Maximale Ausbaustufe, das finde ich schon nett. Also Nora-Jägerin finde ich tatsächlich ein bisschen... Das Kulti-Outfit einer ehemaligen ausgestoßen. Ja, genau. Maßgeschneidert für die lautlose Jagd. Genau. Deswegen sage ich ja, das war ja das Outfit aus dem ersten Teil, meine ich. Ah, die turnt mich ein bisschen besser irgendwie, ne? Nora-Jägerin, wobei stiller Schlagheilung unauffällig. Konzentrationsregeneration, das, was wir jetzt anhaben, plus wirksame Medizin plus 1. Also Nora Gesalbte macht jetzt nicht so viel Schaden. Nora Jägerin würde insgesamt mehr Schaden machen und mehr von diesem Stoßschaden. Könnte man sich alles kaufen irgendwie. Ah, beobachten wir nochmal ein bisschen. Mit den stark Geschmiedeten. Kämpfe gut und kehre zurück. So, da haben wir unsere Geschichte. Und können wir hier irgendwas machen? Waffen-Upgrades, da können wir nochmal schauen. So, da können wir Dinge tun. Am besten mit Bogen erstmal. Da können wir locker natürlich hier ein bisschen upgraden. Aufgabe erstellen, Upgrade. Akzeptieren. So, maximale Ausbaustufe. Dann Frost, Schock, Stolperfalle. Da können wir ein bisschen was machen. Fallenherstellung können wir nochmal machen. Ja. Oder Fallenherstellung brauchen wir jetzt momentan nicht unbedingt.
Outfit-Upgrades geht momentan halt auch noch nicht. Okay. Wo können wir denn noch Sachen verkaufen? Ein Spulenplatz wurde für eine deiner Waffen freigeschaltet. Spulen können für Waffen ausgerüstet werden, um deren Leistung zu verbessern. Tippe Viereck an, wenn die Waffe in deinem Inventar angezeigt wird, um die Spule zu modifizieren. Irgendwie nö. Waffen. Oder geht das hier? 100% Schaden, 25% stiller Schlag. Spulen bearbeiten. Was haben wir für Spulen? Ah, nicht kompatibel, nicht kompatibel, nicht kompatibel, nicht kompatibel. Ja gut, okay, dann können wir uns das auch klemmen. Spulen bearbeiten können wir nicht, ist gesperrt. Und hier können wir schon was machen. Erhöhte Reißschaden an Rüstungen, Rohstoffbauteilen und Schwachstellen. Ja, interessant. Erhöht Säureschaden und Aufbau. Erhöht die Chance, einen kritischen Treffer zu landen. Erhöht die Klebe. Was? Erhöht Klebeaufbau. Na, dann machen wir das mal hier mit Reißschaden von plus 6%. Das ist, glaube ich, ganz nett. So. Spule und Gewebe. Diverses. So, und wo können wir denn eigentlich den ganzen Krams verkaufen? Also den anderen Krams, die wir eigentlich nie so wirklich brauchen. Kräuterkenner Heilmittel. Unbekannter Nahkampfplatz. Da können wir auch gleich nochmal hin. Da können wir ja theoretisch Waffen kaufen. Oder? Gucken wir uns das nochmal an. Aber erstmal speichern. Mit Höhen und Tiefen drauf, Gipfel und Gruben.